Jo Leute, was geht ab? Samstag. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, heute gibt's mal einen zweiten Part von einem Video, was einfach, Digga, es hat einfach über 2 Millionen Klicks bekommen. Ihr seht schon am Titel, die 10 schlechtesten. Geil, Digga, danke, dass du sagst, wo ist mein Anteil? Ich hab damit nichts verdient, ja, der ehrenamtliche Boss, man kennt ihn. Man kennt ihn, auf jeden Fall, Leute, ihr seht schon, Stani heute wieder mit am Start, was geht's? Leider. Hallo, Leute, ja, Wi-Fi hat Probleme, da hab ich gesagt, okay, komm, ich helfe ihm. Was, warum Probleme? Ja, du hast gesagt, ey, bitte, ich brauche ein Video, nimm mit mir ein Video auf, Ja, auf Ehrenbruder-Bars hat Philipp natürlich direkt gesagt, bin ich dabei, Digga. Und ich würde sagen, Digga, wir labern auch nicht lang drumherum, wir hauen jetzt direkt mal unsere Top 10 der schlechtesten Skins Stand 2020 auf den Tisch. Digga, das Video ist 2 Jahre alt, was wir damals gemacht haben, da waren noch die ganzen OG-Skins dabei. Aber es kamen inzwischen viele richtig krasse Skins, aber auch viele absolute Rotz-Skins raus. Deswegen, ich würde sagen, wir labern nicht lang drumherum. Komm, gönn dir einfach mal den ersten Skin. Ja, okay, ich zeig dir jetzt hier einen sehr hässlichen Skin. Okay, ich klick drauf. Den ich sehr hässlich finde. Keine Ahnung, ich feier den irgendwie gar nicht so. Das ist voll der Bummi-Skin. Wie heißt der nochmal? Ja, das ist dieser Silver Surfer für Arme, Digga. Der Silver Surfer mit Sprayflasche angesprüht. Aber weiß, ich finde, der sieht schon nicht gut aus. So, ich würde nicht mit dem zocken, aber ich finde den jetzt nicht übertrieben. Ist hässlich so. Okay, ja, ja, du bist jetzt Model-Company oder was? Digga, warte mal, komm, ich zeig dir jetzt mal einen richtig. Ich zeig dir mal den. Das auf Real Talk. Ich finde, das ist der hässlichste Skin in Fortnite. Jeder, der damit zockt, Digga. Pff, einfach nur Schmutz, Junge. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt. Bist du ready? Ich bin wirklich gespannt, 3, 2, 1. Zack, Digga. Kürbiskämpfer, Junge, was ist das für ein Skin, Digga? Ey, der sieht aus, hätte man den verarscht. Ja, okay. Ja, das ist schon lustig. Aber der war auch richtig selten gewesen. Aber ja, der ist schon, das ist schon eine echte Granate, das, Digga. Das ist halt so ein No-Skin quasi verkleidet als Spasti, Digga. Digga, die dachten einfach, die haben gesagt, der soll auf Fasching gehen, aber er geht um so Kürbisfest oder so, ich weiß auch nicht. Ja, ganz komischer Typ auf jeden Fall, aber der Skin, Digga. Der ist auf jeden Fall eine Granate, aber jetzt, ich werde direkt hinterher schießen. Okay, komm. Ich sag dir, den ich dir jetzt zeige, keine Ahnung hier, aus was für einer Welt die kommt. Die denkt, die ist so eine Dämonenhexe. Okay, mit Boxen im Ohr. Okay, dann 3, 2, 1. Ja, Digga, ich find's geht voll. So, hä? Sieht schon scheiße aus. Erst recht, warum hat die Boxen da oben? Was ist das? Die hat einfach Boxen in ihren Ohren. Das macht keinen Sinn. Die hat einfach Musikboxen da oben drin. Was ist das? Jawohl, also, Digga. Keine Ahnung. Ich find irgendwie, der ist mir ein bisschen zu wild. Ja, ja. Finde ich jetzt auch nicht wirklich schön. Von den Farben her. Ja, von den Farben her würde er zu dir passen, aber ansonsten. Wahrscheinlich zu mir passen, Junge, Alter, deine Schnauze. Naja. Okay, komm, Leute, ich hau nochmal den nächsten hier rein. Ja, Kürbiskopf, muss ich dir schon sagen, hier, Kürbiskämpfer war schon krass gewesen. Das war schon. Hast krass vorgelegt, muss man schon sagen. Und der zweite legt direkt hinterher, Leute, ihr wisst Bescheid, bist bereit? Bin gespannt. 3, 2, 1. Boom, Digga. Krimbi. Ja, Digga. Der ist. Zeig mir mal eine Person, die mit diesem Skin zockt. Ich spiele immer meinen Moderator, der ist jede Runde mit dabei mit dem Skin. Ach, halt's Maul, Digga. Jede Runde spielt er mit dem Skin. Dieses Gesicht, ey, ich hab da Angst vor, ne? Das passt in so einen Horrorfilm. Ich finde den irgendwie lustig, aber. Ja, aber ich finde so auch. Ein lustiger Bummi-Skin, aber er ist hässlich, ja, das stimmt schon. Er ist halt einfach, Digga. Er ist. Ganz anders hässlich. Also ich spiele den auch ungerne. Und jetzt machen wir meinen Skin auf. Okay, warte, ich mach den wieder auf, Leute. 3, 2, 1 und lol, Digga, den kenne ich überhaupt nicht. Den kennst du nicht, aber jetzt kennst du den und ich weiß nicht, der Helm und so. Was ist das für ein Helm, Digga? Was ist das? Ist das Spuckschutz oder was? Die haben so kleine Kinder Mandala malen lassen auf dem Helm drauf. Ja, also feier ich irgendwie gar nicht den Skin. Ich weiß auch nicht, mit diesem Bummi-Helm da, weiß ich nicht. Ich glaube, auf Real Talk wäre das Visier komplett schwarz und der Helm nur grün, ohne irgendwelche Kampfbemalung, Digga, dann wär's okay, aber. Ja, so ist es so ein Gehilfe, weißt du? So ein jetzt recht, was hat die auf der Schulter? Was ist das? Ja, ist auch wieder eine Boxen. Box. Wieder. Musikbox. Mega. Man kennt's doch nicht. Man kennt sich anders. Da hau ich auch nochmal den nächsten raus. Und bei dem, das ist schwer gewesen so. Ich finde schon, der ist nicht geil, aber ich glaube, du wirst ihn trotzdem nicht scheiße finden. Also du wirst ihn trotzdem noch mögen. Jetzt bin ich Let's gespannt. Go. Schneesoldat, Digga. Hä, das ist doch voll der Süße. Ja, ich weiß nicht. Das ist doch Schneebaui dagegen. Das ist Schneekugel. Halt, das ist so ein Skin, den kann man im Winter mal zocken, aber ich fühle den nicht irgendwie. Ach so, im Sommer dürfte man den nicht spielen, oder was? Nee, ist illegal. Ah, okay, ja. Ganz ehrlich. Also, ja, er ist nicht der. Er ist nicht Modelkopf oder so, aber ja, okay. Ja. Der ist jetzt nicht Kürbiskämpfer, aber.
Ja, ich feiere den trotzdem nicht, Digga. Scheiß drauf. Kleiner Schneemann, so, ich finde ihn dann süß. Ein Süßling. So, machen wir hier weiter mit dem nächsten. Ja, also, das ist der maximale Bummikopf, den man kennt. Okay, warte, ich mach's auf. Der sieht 1 zu 1 aus wie 3, 2, 1. Digga. Tada! Halt's Maul, Junge. Halt's Maul. Hä, das wie heißt der? Digga, ich kenne den auch nicht. Hä? Ja, weil du gerade kaum Fortnite spielst. Ich spiel übel viel Fortnite, aber dieser Skin ist so gut, dass ich den nicht kenne, Digga. Der sieht einfach aus wie eine Mülltonne. Was ist das? Vor allem diese Mütze, Digga. Erst recht. Ich sag dir mal ganz ehrlich, ich spiel, weil der echt lustig aussieht, so, aber der ist halt absolut lost, so. Oh, keine Ahnung. Erst recht, der hat einfach überall Herzchen. Kam der an Valentinstag irgendwie raus? War das so einer? Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube schon, dass der Valentinstag rauskam. Ja, absolut. Aber der ist schon eine Granate. Definitiv. Boah, der ist schon. Der ist schon ich sag dir ehrlich, er muss jetzt richtig nachlegen. Da hat sein Kürbiskämpfer gerade richtig kassiert. So, dann schalle ich mal einen raus. Bist du bereit? Ich bin bereit. 2, 1, boom, Digga. Shogun, ich finde den auch so hässlich. Hä? Digga, warum findest du den hässlich? Junge, der ist ja wohl übel hässlich. Hä, das ist so ein Samurai halt. Ja, aber es sieht ja wohl anders scheiße aus. Okay, also willst du sagen, jeder Samurai ist hässlich? Nein, aber der Skin sieht scheiße aus, Junge. Doch, das willst du sagen. Warum sieht der Skin scheiße aus? Ich finde den voll cool. Ich fühle den gar nicht auf Retalk. Okay, dann sag, was scheiße ist an dem Skin. Ja, Digga, das Outfit. Die Hörner. Okay, man merkt einfach, dass du das Video gar nicht verstanden hast. Natürlich, Digga, ich finde den einfach hässlich. Ich finde den einfach übel hässlich. Ey, du hast einfach das Video nicht verstanden. Nee, ey, der macht ein Video und versteht sein eigenes Video nicht, Leute. Er ist absolut lost. Ein total nice Skin, sagt er, der ist hässlich. Ja, also, sorry. Oh, sorry, nicer Skin, Digga, so ein Ding ist das. Ja, muss ich nicht mehr drüber reden. Also, nee, fühl ich zeig dir jetzt einen hässlichen Skin. Mach auf hier, jetzt. Ja, komm. Okay, also, drei, den Typen mit seiner. Also, das ist ein richtiger Hobbyheld, Junge. Eins. Ey, der ist geil, Digga. Auf was? Real Talk, der Skin ist geil. Wenn man einen Wrestler auf Wish bestellt, Digga. Guck mal, wie der aussieht. Ich feier den. Den habe ich schon tatsächlich ein paar Mal gezockt. Den kannst du auch geil kombinieren mit geilen Backblinks und so. Ich finde die Farbe einfach geil. So dieses glänzend Silber, ne? Du denkst auch, du bist so ein Hobbyheld, ne? Sag mal ehrlich. Junge, halt's Maul, Alter. Mal, was ist denn daran cool? Das ist so Rey Mysterio auf Wish bestellt, aber sieht trotzdem geil aus. Den spielt niemand. Ich sag dir ehrlich, jeder spielt die Frau, weil die Frau hat irgendwie so ein bisschen Style und so, sieht cool aus, aber den spielt wirklich absolut never ever niemand. Außer du. Ja, ihr wisst vielleicht noch Leute bei so Hayden Snitch oder so, da hatte ich den mal als Skin. Ja, okay. Okay, bist du bereit? Nee, bin ich nicht. Das ist so ein richtiger Standard-Skill-Skin, Digga. So ein richtiger Standard-Skill-Skin. Der denkt von innen, der wäre krass, aber sieht aus wie eine kleine. Bist du bereit? 3, 2, 1, go. Digga, Bühnenmonster. Lustigerweise, den wollte ich auch auswählen. Lava. Den wollte ich auch auswählen. Digga. Ich hab mir aber schon gedacht, dass du den aufnimmst. Der ist halt recht. Richtig los. Warum diese Haare mit der Brille und dann dieser Hut? Es macht keinen Sinn. Und einfach diese gefärbten Haare. Und ist das auch nicht das so 80er Jahre oder was ist das? Rockermäßig so? So hier Rocker-Style. Diese Rock'n'Roll und Metal-Hart und so. Aber selbst wenn die das machen, warum dann der Hut? Ich glaube, die sind aber alle so rumgerannt damals. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde den Skin so. Rock'n'Roll, Leute! By the way, alle Skins, die ich gezeigt habe, Leute, von mir aus jetzt, die habe ich selber mir gekauft und ich weiß nicht warum. Ich habe jeden Skin davon. Wobei, du kaufst auch jeden Skin, ne? Ich habe alle Skins, außer 15 Stück. Ich habe dieses Video gesehen, wo einer gesagt hat, was noch fehlt bei dir. 7 Stück. Du selber nicht mal wusstest. Oh, krass, stimmt. Ja. Heftig, Digga, heftig. Okay, hast du noch einen Skin oder warst du schon? Nee, das war's bei mir. Ich sag dir, ich hab gewonnen. Ich hau noch einen letzten raus, okay? Ja, okay. Ich hau noch einen letzten raus, den ich auch. Der ist jetzt ist schon fast ein OG-Skin, aber ich feier den trotzdem nicht. Let's go, Leute. Deadfire. Hä? Der sieht doch voll cool aus. Nee, der, Digga. Hä? Ey, sorry, aber ich muss mich gleich ausklicken. Ich kann mit dir das Video nicht machen. Maul. Hä, der sieht voll geil aus. Auch wenn der Leute killt, dann wird der so grün und so. Das ist voll der Baba-Skin. Ah, ich finde diesen Mantel. Das war der erste interaktive Skin gewesen. Du hast gar keine Ahnung von dem Spiel. Lösch dich bitte. Ja, sorry dann. Nee, also ich muss ja jetzt auch los, Leute. Ich habe da keinen Bock mehr mit Avive mich hier rumzuschlagen. Der Skin ist maximal Baba. So, Leute, und mal wieder Standard-Skill. Was war eigentlich jetzt der Gewinn gewesen für den Gewinner? Ja, gar nichts, ne? Ehre. Hallo? Ja, komm, wir machen auf Ehre 50 Cent. Passt es? Ach, sorry, Digga. Sorry. Okay, gut, Leute. Lass Auto verwenden. Spasti. Okay, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne auch bei Philipp vorbei, Leute. Erster Link in der Beschreibung. Und schreibt mal rein, wer heute hier die hässlicheren Skins gezeigt hat. Schreibt mal rein, ob ihr meine hässlicher fandet oder die von Philipp. Digga, meine waren safe hässlicher, aber... Schreibt es einfach mal rein.
Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Willst du noch irgendwas sagen oder jemanden grüßen? Ich würde gerne deine Mutti grüßen. Perfekt. Haut rein, Leute. Ciao.